Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Wir schauen heute gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird. Und deswegen gehen wir auf den Shop drauf. Und wir sehen schon, circa in 20 Sekunden ist der Shop da. Und dann schauen wir mal, was heute in den zweiten Season 2 Shop reinkommen wird. 3, 2, 1 und mal schauen. Okay, es gibt direkt wieder einen neuen Skin und hier ein neues Emote. Sieht schon mal ganz nice aus. Ah, sogar direkt ein neues Rückenaccessoire. Ich würde sagen, da fangen wir auch direkt mal mit an. Hier einfach so eine Tasche als Rückenteil. Kann man sich jetzt hier kaufen für 200. Geht eigentlich klar. Dann hier der Skin Tango. Passt natürlich sehr gut dazu. Den gibt es auch nochmal hier. Und ich glaube, das ist sogar hier ein neues Gesicht. Sieht auch ganz chillig aus mit so einer Sonnenbrille. Ja, ganz entspannter Skin. Hier die passende Tasche als Rückenteil. Und dann auch hier die Hacke Wilde Schneide. Muss ich sagen, drei günstige Sachen, die mir sogar gut gefallen. Sehr, sehr cool. Daneben gibt es ein weiteres Set. Und zwar das Set einmal mit dem Luminous Skin. Der ist heute nochmal zurück aus der Season 8. Ein sehr nicer Skin. Ich feiere hier das Rückenteil. Sieht wirklich nice aus. Und dazu hat man schon gesehen, hier gibt es die Astralaxt. Die auch wirklich mega nice ist. Auch so ein bisschen animiert hier. Sehr, sehr cool. Und dazu gibt es einmal noch Splitterbruch, die Lackierung. Sieht okay aus. Kann man machen. Dazu noch einmal Arcana, der Geleiter. Und an letzter Stelle noch den Traumskin, den gibt es ebenfalls nochmal zurück. Und auch die hat hier ein richtig cooles Rückenteil. Diese Flügel hier sehen einfach heftig aus. Das Set ist hier auf jeden Fall zurück nach einem Monat. Und daneben gibt es noch ein weiteres Set. Und zwar das Set, was gestern reinkam. Einmal mit dem Terra-Skin. Hier sieht der Skin so aus. Und ich muss sagen, der Skin ist nice. Hier noch ein alter Ego als Stil. Und die kann man noch den Schimmer an- und ausstellen. Sehr, sehr cool gemacht. Und dazu gab es dann hier einmal noch den männlichen Tech-Skin. Auch der ist nochmal zurück, ebenfalls mit diesen zwei Stilen. Sehr, sehr coole Skins, wie ich finde. Und dazu gab es einmal noch hier die Schockling-Hacke. Auch in den zwei Stilen. Genauso wie noch die gezackte Tech-Messer-Hacke. Die ist auch nochmal zurück. Ja, hat auch zwei Stile. Sieht ganz okay aus. Und dazu gab es noch hier eine Lackierung gelbes Leuchten. Wie wir sehen, einfach so ein Gelb, was so ein kleines bisschen leuchtet. Sieht auch ganz nice aus. Und das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze einen Creator klicken und hier den Code DETOIN geben. Würde mich wirklich riesig freuen. Und jetzt gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier ist ganz vorne einmal der Sanctum Skin. Der ist heute zurück nach 128 Tagen und ist somit der seltenste Skin aus dem Shop. Hier auf dem Rücken einfach dieser Umhang. Sieht wirklich nice aus. Darunter gibt es den Schallenschläger nochmal zurück. Heute nochmal im Shop nach 34 Tagen, einfach diese Bananenhacke. Dann gibt es nochmal den Arctis Assassin Skin und der Skin ist wirklich sehr, sehr oft im Shop. Heute zurück nach 24 Tagen, ein Season 1 Skin, immer noch ganz nice. Darunter gibt es hier das neue Mathe-Tanz-Emote. Ja, ist ein ganz entspanntes Emote. Man sieht einfach zwischendurch diese Mathezeichen da oben. Ein Plus, ein Minus, ein Gleichzeichen. Ist eigentlich ganz nice. Ansonsten gibt es mal hier voll ablachen. Der lacht sich hier einfach schlapp. Ich denke mir, das kennt wirklich jeder. Auch zurück nach 24 Tagen. Und an der letzten Stelle gibt es nochmal Hirnüberladung. Das ist heute nochmal zurück nach 64 Tagen. Ja, und das war es eigentlich auch schon hier mit dem Shop. Ein sehr cooler Shop heute, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.